Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute schnitzen wir mal ein bisschen. Dafür brauchen wir A, ein Stück Holz. In diesem Fall hier handelt es sich um spätblühende Traubenkirsche. Ist nicht das optimale Schnitzholz. Hatte ich aber gerade zur Hand. Ist auch schon ein bisschen getrocknet. Gerade nur ein paar Tage, also noch relativ frisch. Aber naja, das nehmen wir jetzt jedenfalls mal. Dann ein großes Messer ist hilfreich, wenn man sein entsprechendes Holz noch ein bisschen kürzen möchte. Damit habe ich es auch hier abgehackt. Für die groben Arbeiten kann man ein relativ großes Messer nehmen. Für die etwas feineren Arbeiten dann ein ziemlich filigranes würde ich dann schon hernehmen wollen. Und für allen Feinkram, also die ganz feinen Dinge, braucht man dann, ist so eine ganz kleine Klinge wirklich ideal. Und da tut es, wenn man jetzt nicht extra ein Schnitzmesser kauft, wirklich die kleine Klinge eines Schweizer Taschenmessers, wenn man die schön scharf geschliffen hat, ist die eigentlich super zu gebrauchen. Alternativ kann man auch ein richtiges Schnitzmesser nehmen. Die gibt es für 10 Euro in fast jedem guten Baumarkt. Und man erleichtert sich die Arbeit enorm, wenn man hier so einen Rundstechbeitel hat. Leider weiß ich wirklich nicht, wie diese Geräte genau heißen. Ich habe es bisher echt noch nicht rausgefunden. Gibt es auch im gleichen Baumarkt, in dem es auch das Schnitzmesser gibt. So, ich habe das Holz jetzt mal ein wenig gekürzt. So schaut es jetzt aus. Und jetzt der nächste Schritt ist, dass man es einfach mal einmal halbiert. Je nachdem, was man draus machen will natürlich. Das hier soll übrigens ein Löffel werden. Am besten so ungefähr mittig halbieren, sodass man die Markröhre, das ist dieses weiße Bereich in der Mitte vom Holz, gerade anschneidet. Im Idealfall. Also mein Hämmerchen hier, ja, bescheiden. Ich hole mal ein anderes. Jo, nächster Versuch mit vernünftigen Hämmerchen. In etwa so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kann man sich anschauen, welches Stück man haben möchte. Das ist mir fast ein bisschen zu dünn. Das finde ich schöner. Da ist die Markröhre auch noch vorhanden. Die müsste man dann halt entsprechend jetzt noch rausschneiden. Und damit geht es auch schon. Ich überlege mir als erstes dann immer mal, auf welcher Seite ich jetzt die Vertiefung meines Löffels haben will. Man kann hier übrigens schön sehen, dass das Ganze nicht so wirklich gerade gespalten ist. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal meine Laffe, also diese Vertiefung, die im Löffel drin ist, auf der Seite. Und werde mir das entsprechend jetzt erstmal ein wenig begradigen. Man kann, glaube ich, relativ gut sehen, dass jetzt hier die Markröhre noch entsprechend drin ist. Die würde ich dann im Laufe der Arbeit dann gucken, dass ich die rausschneide. Normalerweise enthält eben diese Baumart ein recht weißes, weiches Mark. Aha, nee, es ist auch noch ein Rest drin. Das kann man sich jetzt rauskratzen. Kann man auch später machen. Mache ich jetzt in diesem Fall später. Und werde jetzt gucken, dass ich das einigermaßen hier glatt bekomme. Und da oben schon mal markieren, dass mein Löffel ein bisschen weiter unten anfangen soll. Dann kommt das noch weg. Ja, und im Prinzip hier wäre jetzt dann so der Bereich, in dem ich meine Laffe-Vertiefung anlegen würde. Und den Rest kann man dann auch noch ein wenig begradigen. Aber das gibt ja dann eh nur den Stiel. Und entsprechend kann man dann schon mal ganz grob einen Stiel ausformen. Und das Ganze sieht dann schon mal so aus. Das machen wir jetzt noch ein kleines bisschen weiter, dieses Spielchen. Und dafür kann man dann ruhig noch ein großes, vergleichsweise grobes Messer nehmen, finde ich. Ohne großartige Raffinesse. Einfach nur mal ein bisschen Holz weg. Und hier oben kommt dann halt eben entsprechend die Vertiefung hin. Da muss auch noch ein bisschen Holz weg. Das muss auf jeden Fall, dass die Markröhre ordentlich frei liegt, weil die will ich später im Löffel nicht drin haben. Grund ist, die Markröhre ist so ein bisschen so eine Sollbruchstelle. Wenn also das Holz reißt, dann reißt es entweder zur Markröhre hin, oder von der Markröhre aus.
Wenn die Markröhre ja aber jetzt gar nicht mehr da ist, dann gleich, kann das schon nicht passieren. Und das Problem haben wir dann schon mal grundsätzlich nicht. So. Noch ein bisschen am Griff. Und dann können wir auch schon zu den etwas feineren Arbeiten übergehen. Und dafür würde ich dann auch das kleine Opinel erstmal hernehmen. Okay, also hier soll jetzt die Vertiefung rein. Ich zeige euch jetzt mal, wie das mit einem normalen Schweizer Taschenmesser funktioniert. Insbesondere dann, wenn man hier noch ein bisschen Markröhre hat, kann man dann eigentlich die ganz gut nutzen, um da an der Markröhre entlang hier ein wenig einzuschneiden. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man wenig Platz zum Anfassen hat. Und allgemein ist das natürlich mit dem Schweizer Messer. Ich arbeite nicht gern mit denen, weil die halt eben nicht feststellbar sind. Das ist insgesamt so eine etwas unsichere Geschichte. Aber mit solchen und ähnlichen Bewegungen kann man dann ganz langsam, aber sicher hier eine Vertiefung reinschnitzen. Das funktioniert halt mehr so, dass man einfach einzelne Holzspäne, Fasern rausbricht und diese dann abschneidet. Wobei das Ding ist jetzt auch nicht so richtig scharf, muss man dazu sagen. Das wäre natürlich besser, wenn es das wäre. Aber da könnt ihr euch dann eure eigene Technik entwickeln, wie das am blödesten geht. Ich habe auch so schon ganze Löffel gemacht. Und ich muss sagen, es geht. Aber die werden dann hässlich. Also hübsch wird das nicht. Definitiv nicht. Und es dauert ziemlich lange. Man muss dann aufpassen, dass man sich nicht verletzt, weil man halt ordentlich Druck ausüben muss und so Späße. Daher ist so ein Tool hier extremst hilfreich. Und damit mache ich jetzt auch weiter, weil das war jetzt eben nur zu Demonstrationszwecken. Also es geht auch mit einem ganz normalen Messer. Wenn man hingegen sowas hier hat, geht es bei weitem schneller und einfacher. Und schöner. Man sollte nur wirklich aufpassen, dass man gerade, wenn man mit dem Stechbeitel arbeitet, den immer von sich weg benutzt, weil wenn der mal abrutscht, das tut weh. Zumal die auch sehr scharf sind. Der ist übrigens von Kirschen. Kirschen kennt man. Gibt es auch im Internet an verschiedenen Stellen, verschiedene dieser Dinger zu bestellen. Ja. Sorry, dass der Kontrast mit meinem weißen Holz hier nicht so doll ist.
Ja, also soweit sieht der Löffel aktuell aus. Ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber man kann ja schon mal zumindest einigermaßen erkennen, wo ich hin will. So, also ich habe jetzt die Laffe mal soweit, denke ich, in einem recht praktischen Zustand. Da kann man was mit anfangen. Und die wird halt mit so einem Schnitzgerät hier erheblich weniger rau, als wenn man das versuchen würde, mit dem Messer auszuschaben. Jawohl, ja. Man kann übrigens das Ganze noch ein bisschen glätten, wenn man wirklich mit ganz, ganz wenig Druck ganz leicht die Stellen, die ein bisschen gröber sind, noch mal ein bisschen bearbeitet. Dann wird die Löffelinnenfläche eigentlich relativ glatt. Ja, ich denke, soweit so. Im Prinzip muss man jetzt noch den Bereich hier um den Griff, dass man das einfach irgendwie vielleicht noch ein bisschen schöner so ausformt. Man kann den Griff auch hier am Anfang noch ein bisschen verjüngen, vielleicht eventuell, dass der nach hinten raus dann wieder etwas dicker wird. Theoretisch wäre auch ein geschwungener Griff, dass der jetzt meinetwegen, wenn man hier oben noch ein bisschen was wegnimmt, dann würde er nach hinten hin noch ein bisschen weiter runtergebogen dann sein. Also da kann man dann relativ kreative Dinge tun. Ja. Natürlich die Rückseite muss noch schöner. Für jetzt diese ganz feinen Dinge würde ich jetzt aber doch mal mein Schnitzmesser nehmen, auch für den Fall, dass ihr eventuell so ein Ding nicht habt. Ich nehme es jetzt trotzdem her. In etwa so hatte ich mir das jetzt vorgestellt, dass man da einfach näher rangeht, da hinten an die Laffe, dass da nicht so ein riesen breiter Übergang ist und jetzt den Griff dann noch ein bisschen abflacht, dass das dann ungefähr so endet und die Ecke hier runden wir natürlich auch noch ab und machen das gleiche auf der gleichen anderen Seite. Und dann noch die letzten Reste der Markröhre weg. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Da kann man dann schon mal ungefähr erkennen, dass das dann hier entsprechend, hier muss es natürlich noch schmaler werden und der Griff insgesamt noch schmaler, aber dann wird das definitiv ein Löffel. Ich finde übrigens diese Schnitztechnik hier mit den beiden Daumen übereinander sehr praktisch und man muss auch nicht am Messerrücken heben, weil das Schnitzmesser ja ohnehin so kurz ist, da reicht das dann auch da. Das ist für die Daumen recht entspannend und man kann so den Druck wirklich sehr gut regulieren und genau feinste Schnitte setzen mit dieser Methode. Ich finde die sehr gut, aber da hat jeder, glaube ich, so seine eigenen Schnitztechniken. Auch so eine philosophische Frage ist ja, ob man das Messer so schiebend benutzen darf oder ob das per se verboten ist, weil ein Messer ein Schneidewerkzeug ist und man sämtliche Schnitte quasi in dieser Form machen muss, dass da also eine Schneidebewegung zu erkennen ist. Da streiten sich die Geister. Ich mache beides. So, also ich habe den Löffel jetzt nach vorne hin natürlich ein bisschen verkürzt,
Und wichtig ist, dass er jetzt hier vorne quasi in Richtung Ende flach zuläuft, damit man einfach besser von essen kann. Und hier vorne sollte man natürlich die Ecke noch entsprechend abrunden. Die Austiefhöhlung hier, die Laffe, die finde ich eigentlich soweit in Ordnung. Da hinten am Griff werde ich jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Und den kompletten Griff mache ich insgesamt jetzt noch ein bisschen dünner. Und ja, das müsst ihr euch ja nicht unbedingt mit angucken. Beziehungsweise ich zeige euch jetzt nochmal, wie man hier jetzt... Das hier ist jetzt auch nochmal so eine interessante Schnitztechnik. Das ist ziehendes Schneiden, wenn man so möchte. Wichtig ist, dass man dabei den Daumen immer so positioniert, dass wenn man abrutschen sollte vom Werkstück, man über dem Daumen hinweg schneidet. Der Daumen muss also immer schön mindestens einen Zentimeter weiter unten und die ganzen Schnitzbewegungen quasi so ein bisschen zu einem her, ne? Also so ein bisschen auslöffelnd sozusagen. Wenn man das so macht, dann kann man sich grundsätzlich erstmal nicht in den Finger schneiden. Also außer man hat da ein enormes Talent dazu. Finde ich sehr praktisch für so feine Arbeiten, wenn man dann ein Werkstück hat, an das man den Daumen anlegen kann. Wenn da überhaupt nichts ist, dann geht das natürlich nicht, aber ja, das funktioniert ganz gut. Das Eichhörnchen da hinten regt sich übrigens ganz schön auf über meine Aufmerksamkeit, Anwesenheit. Ich tu dir doch nix. Heieiei, bin in seinem Revier. Das geht ja auch nicht. Wahrscheinlich wollte sie irgendwo nach Nüssen suchen. Oder so Späße. Dabei ist Winter. Sollte im Kobel hocken und sich ausruhen. Man kann das Geschlecht von Eichhörnchen übrigens nur feststellen, wenn man die Geschlechtsorgane genauer untersucht. Die sind sonst optisch erstmal nicht zu unterscheiden. Die Männchen sind zwar einen Ticken größer, aber auch das kann man jetzt optisch insbesondere nicht auf die Entfernung wirklich feststellen. Ja, ich mache noch ein bisschen weiter und dann zeige ich euch, wie der Löffel soweit aussieht. Und jetzt ist er auch so gut wie fertig. Das ist jetzt der Löffel in seinem aktuellen Zustand. Ich denke, so könnte man ihn auf jeden Fall verwenden. Also von Essen geht. Man könnte jetzt hier vorne das nochmal ein bisschen flacher machen und nochmal ein bisschen spitzer zulaufen lassen. Wenn man möchte, das ist Geschmackssache, muss man halt einfach mal Test essen und mal gucken, wie man seinen Löffel am besten im Mund haben möchte. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn da noch ein bisschen Holz da ist. Wirkt irgendwie, ja, stabiler ist es ja auch. Und hier kann man natürlich dann nochmal ein bisschen den Griff dünner machen. Was ich vielleicht noch tun sollte, wäre hier hinten noch ein bisschen das Ganze abrunden. Dieses ziehende Schneiden oder wie man das nun nennen möchte, eignet sich übrigens prima, wenn man irgendwelche runden Enden an irgendwelchen Stöcken schnitzen möchte. Ja, ich denke, so lasse ich den erstmal. Hier ist noch ein kleiner Rest Markröhre zu sehen. Wenn man den noch wegkriegt, wäre das natürlich schön, ohne gleich den halben Löffel zu zerlegen. Ich fürchte, besser wird es nicht gehen. Und man kann ihn so auf jeden Fall verwenden und hat damit einen Survival Eierlöffel, Teelöffel, was auch immer. So, der Löffel und ich bedanken uns fürs Zuschauen und genehmigen uns jetzt mit besagtem Löffel einen Joghurt. Und da kommt schon wieder ein großes Fahrzeug. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Böses großes Fahrzeug.